Darling, you send me. Darling, you. Guten Morgen. Heute geht's zum Kiten. Heute ist Wind, heute ist Sonne, heute sind Wolken, heute ist Regen, heute ist Hagel. So ist das Wetter. Der Wind soll aber eigentlich ganz gut sein. Also heute ist das erste Mal, dass ich das Camrig benutzen möchte. Das kommt in die beiden mittleren Leinen. Wird das so reingemacht, so rein tatsächlich. Und dann kite ich hier so und die GoPro ist hier drin. Damit kann ich mich dann filmen und endlich mal sehen, wie ich aussehe, wenn ich kite. Und ihr könnt es auch sehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich werde hinfallen. Ich werde nochmal hinfallen. Ich werde nochmal hinfallen. Ich freue mich super, da heute aufs Wasser zu gehen. Los geht's. Ich hatte vor einigen Jahren einen richtig doofen Kitesurf-Unfall. Bin einfach nur dämlich gesprungen und dämlich aufgekommen und habe dann den Fuß verdreht. Weberzierfraktur war das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal einen Bruch hattet und dann wieder irgendwie, nachdem ihr operiert worden seid und dann alles geheilt ist und dann die Schrauben rausgenommen wurden. Das ist ja schon irgendwie eine lange Zeit, die da vergeht. Und wie ihr euch dann irgendwie gefühlt habt danach, als ihr dann wieder mit dem Knie oder der Schulter oder den Arm oder dem Fuß oder was auch immer ja aufs Brett gestiegen seid. So. Also man hat da definitiv auch irgendwie viel Kopfarbeit, die man dann zu bewältigen hat, damit man dann wieder fährt, weil Kitesurfen so schön ist und so viel Spaß macht. Mittlerweile bin ich auf dem Brett und genieße wieder die totale Freiheit und freue mich halt doppelt so doll, weil ich es mir irgendwie so hart wieder zurückgeholt habe, dass ich das Kitesurfen und das auf dem Wasser sein einfach so unglaublich doll genießen kann und einfach aufs Brett steige und losbretter. Nur auf dem Meer bin und einfach nur wahnsinnig viel Spaß habe. Thank you.